Schockmoment bei einer Safari in Südafrika. Ein wütender Elefantenbulle attackiert einen Jeep mit mehreren Menschen darauf. Er schiebt das Fahrzeug zur Seite, Panik bricht aus. Bei der Gruppe handelt es sich um Trainer und Studenten des Naturschutzparks Selati Game Reserve. Sie sind am Wochenende in zwei Fahrzeugen unterwegs, als sie auf die Elefantenherde treffen. Die Herde ist nervös, ein Bulle sieht rot und greift den Jeep an. Nachdem die Videos viral gehen, meldet sich der Veranstalter der Safari-Guide-Ausbildung auf Facebook zum Vorfall. Obwohl das Fahrzeug beschädigt wurde, so schreibt er, wurde glücklicherweise keine der Personen im Fahrzeug verletzt. Die Elefantenbullen im Nationalpark hätten einen hohen Testosteronspiegel und könnten aggressives Verhalten zeigen. Allerdings zeigen die Aufnahmen, dass die Trainer bei der Begegnung eindeutige Zeichen der Elefanten missachten, wie zum Beispiel das Schütteln mit dem Kopf. Erfahrungsgemäß reagieren Herden, in denen Jungtiere behütet werden, besonders empfindlich auf Kontakte mit Menschen.